Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu meinem neuen Projekt und zu meinem ersten PlayStation 1 Projekt. Final Fantasy 7. Hammergeil, nach Final Fantasy 13 kommt nicht erst 13.2, nein, wir spielen jetzt erstmal Final Fantasy 7 für die PlayStation 1. Obwohl ich sagen muss, ich spiel's nicht über PlayStation 1, ich spiel's über PlayStation 3. Denn... ja, das sind jetzt hier Insider-News. Ich habe gestern den ersten Part von Final Fantasy 7 schon einmal aufgenommen. Und er war fantastisch. Der war sehr gut. Ich habe ihn über PlayStation 1 aufgenommen. Und die Aufnahme lief die ganze Zeit. Aber als ich die Aufnahme beendet habe, hat die Aufnahme irgendwie verkackt. Ja, so kann man es sagen. Und ich habe jetzt gedacht, es liegt an der PS3. Ich habe es nicht nochmal an der PS1. Hab's nicht schon mal mit der PS1 probiert, sondern bin jetzt direkt auf PS3 umgestiegen, weil ich denke, weil mir das gestern Abend nochmal eingefallen ist. Stimmt, du kannst ja PS1-Spiele über PS3 spielen. Und deshalb probieren wir es diesmal über PS3. Und ich hoffe, diesmal funktioniert's. Und diesmal haben wir sogar Stereo-Sound. Gestern hätten wir nur Mono-Sound gehabt. Aber über PS3 kann ich sogar Final Fantasy 7 auf Stereo aufnehmen. Und das ist ja auch mal ganz geil. Ja. Was kann ich euch sonst noch sagen? Ja, Final Fantasy 7, die... Final Fantasy Fans von euch wissen es, bald kommt ein Remake raus von Final Fantasy 7 für die PS4. Das werden wir natürlich auch let's playen irgendwann mal, wenn ich es besitze, wenn ich das Geld dafür finde. Es soll zwar ein Remake sein, aber es wird komplett anders sein. Es hat zwar dieselbe Story und es kommen dieselben Charaktere drin vor, aber es hat ein komplett anderes Kampfsystem, soll es haben und so weiter. Habe ich zumindest gehört. Kann auch vollkommen falsch liegen. Und deshalb wird es wie eine Art neues Spiel. Und deshalb würde ich das gerne... also, auch nochmal Let's Playen. Also, nicht, dass ihr denkt, oh, der Let's Play jetzt zweimal Final Fantasy 7 ist ja scheiße. Ja, also. Deshalb, nur mal so gesagt. Ja, unter anderem ist das hier das Wunschprojekt von meiner Freundin. Und, nein, ich habe nicht zu meiner Freundin gesagt, ja, gut, ich nehme jetzt Final Fantasy 7 aus, weil du es willst. Nein, ich habe tatsächlich aus 47 Spielen habe ich ausgelost. Und es kam tatsächlich Final Fantasy 7. Sie hat einfach nur Glück. Sie hat einfach nur Glück. Ich hätte jedes x-beliebige Spiel ziehen können, aber nein, es muss Final Fantasy 7 sein. Aber gut. Was ist das hier? Ah, Final Fantasy 7. Ja. Ah. Übrigens mein Geburtsjahr, 1997. Wer hätte es gedacht? Ja, ich wurde geboren. Und die meisten von euch haben vielleicht schon Final Fantasy gezockt. Ihr Glücklichen. So, ich habe keine Ahnung, wie das mit den Speichern ist. Ich habe noch nie PS1 über PS3 gespielt. Ich habe das sogar bis vor 2 Monaten noch nicht mal gewusst, dass das überhaupt geht. Ich habe tatsächlich noch nie irgendwie davon gehört, dass man PS1 über PS3 spielen kann, weil PS2 kann man ja nicht spielen. Und deshalb habe ich auch gedacht, PS1 kann man auch nicht spielen. Und dann war ich mit meiner Freundin Spiele einkaufen, und also Games, und der Verkäufer hat gesagt... ja, wir haben ganz viele PS3-Spiele gekauft und meine Freundin hat halt ein PS1-Spiel gekauft. Und dann hat er uns erzählt, sie hat sich Tomb Raider gekauft. Und er meinte, Tomb Raider wäre das einzige Spiel oder eins der wenigen Spielen, das man nicht auf PS3 spielen kann. Und wir wussten noch nicht mal, dass man überhaupt auf PS3 spielen kann. Dann hat er das uns erzählt und wir waren total baff und ja. Und so, machen wir ein neues Spiel. Final Fantasy 7. Es geht jetzt los. Genug gelabert. Power jetzt.
Und das sind wir auch schon im Spiel. Oh, wir sind Cloud, der pixelige Held von damals. Einige kennen ihn vielleicht aus meinen Kingdom Hearts Projekten. Cloud Strife. Damals sah er noch ein bisschen anders aus und das sieht ein bisschen so aus, als hätte der keine linke Schulter, aber ist egal. Komm, Neuer, folge mir. Wie du willst, mein Freund. Oder ist er überhaupt mein Freund? Ich weiß es nicht. Aber gut, ich folge dir. Und der erste Kampf. Und was mich total irritiert, ist, dass man bei Final Fantasy VII die Kreistaste drückt zum Anwählen. Es ist nicht X, es ist Kreis. Und das hat mich auch gestern schon total verwirrt. Und auch die Steuerung. Ich kann mal ausprobieren, ob man bei PS3 mit dem Steuerkreuz steuern kann. Also mit dem Joystick. Das wäre der Hammer. Ich bezweifle aber. Ich bezweifle. Nice! Und den ersten Kampf gewonnen und wir sind Level 7. Bekommen keine Objekte. Das ist schade. Jetzt bin ich gespannt. Kann ich? Nein, geht nicht. Schade. Hätte ja sein können. Aber gut, muss ich halt mit dem Steuerkreuz machen. Gar nicht, zwar nicht so gut, aber... Wow, er war früher ein Soldat. So einen wie den findest du nicht. Jeden Tag in einer Gruppe wie Avalanche. Soldat? Sind das nicht unsere Feinde? Was macht er bei uns, bei Avalanche? Moment, Chess. Er war ein Soldat. Er ist von dort weggegangen und jetzt ist er bei uns. Hab deinen Namen nicht mitgekriegt. Du Lappen, hör doch mal zu. So. Ja, wie es bei den alten Final Fantasy Spielen noch war, wir dürfen uns den Namen selber aussuchen. Das heißt natürlich, dass wir den Cloud jetzt Penis nennen. Das ist ja wohl offensichtlich. Nein, Quatsch. Nein, wir bleiben natürlich bei den Standardnamen. Das ist der gute Cloud Strife. Wie schon gesagt. Und das wird auch so sein. Cloud. Cloud, ich bin... Es ist mir egal, wie ihr heißt. Wenn dieser Job vorbei ist, gehe ich weg von ihr. Verdammt, was macht ihr alle? Ich dachte, ich hätte euch gesagt, nie in der Gruppe zu gehen. Unser Ziel ist der nördliche Makoreaktor. Wir treffen uns auf der Brücke davor. Alles klar, mein Freund. Ex-Soldat, hä? Trau dir nicht. So, das ist der gute olle Barrett. Der erinnert mich ein bisschen an diesen einen Typen auf dem Bild, wie, von wo war der denn noch? War der von, vom A-Team? Ich weiß aber nicht, wie der heißt. Drück die Richtungstaste, bla bla bla, danke Barrett. Ja, ich weiß, wie man läuft. Na, dann würde ich sagen, geht mal los hier. So. Hast du mir irgendwas zu sagen, Kollege? Ich hab dich gefragt, ob du was zu sagen hast. Hau doch nicht ab. Oh. Okay. Und komm. Hauptsache, das Ding besteigt mich erstmal, aber ist ja egal. Wer will das nicht, ne? Spaß. Kannst du mal damit aufhören? Ist doch gut jetzt. So, ein bisschen Erfahrungspunkte reicht natürlich nicht. Nur ein bisschen Gil bekommen. Mal weiter gucken hier. Ich will mit dir reden. Was hast du mir zu sagen? Ich sichere den Fluchtweg ab. Konzentriere dich auf die Mission, Cloud. Mensch, glaubst du, wir können diesen Riesenofen wirklich in die Luft jagen? Da gibt's was zu sehen. Meine Rede. Folgen wir den anderen, wenn er das meint. Und davor gibt's auch einen Kampf. Alles klar. So, erstmal tot. Der beballert mich mit seinem Maschinengewehr, hat auch geschafft, aber ist ja egal. So, und der nächste tot.
Jetzt kommt noch der komische Tentakelvieh, was auch immer das ist. Ich habe keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall tot. Erfahrungspunkte. Geben mir her. Was ich euch noch erzählen kann, ist, dass Final Fantasy 7 1, ich habe zwar Final Fantasy, ihr seht ja, dass ich Final Fantasy 7 habe, aber ich muss sagen, ich habe es noch nie wirklich weit gespielt. Ich kenne nur die erste Stunde des Spiels. Mehr kenne ich nicht. Es wird also ein Blind-Projekt werden. Ich werde es auch Blind nennen. Hey, ist das dein erstes Mal im Reaktor? Nein, ich habe schließlich für Shinra gearbeitet, weißt du? Der Planet ist voll von Makro-Energie. Die Leute hier verwenden sie jeden Tag. Sie ist der Lebenssaft des Planeten, aber Shinra saugt ihn immer mehr aus, mit diesen seltsamen Maschinen. Ich will keine Lektion, beeilen wir uns. Jetzt reicht's, ab sofort kommst du mit mir. Und der Barrett ist im Team. Intim. Ja, wir sind intim. Jo. Code entziffert. Jetzt sauberwegs. Gut gemacht. Und Cloud will nicht durch die Tür gehen, aber kann ich verstehen. Code entziffert. Und der Chess, der kann's auch. Logisch. Drückst du auf Knöpfchen? Dankeschön, mein Freund. Ist auf jeden Fall noch eine Kiste, die kann ich holen. Drück die Taste da drüben. Alles klar. Einschalten. Oh, das ist so super. Es wird ein super Projekt. Es wird aber auch wieder ein verdammt langes Projekt werden. Ich denke, das wird wieder an die 100 Parts gehen. Mehr als 100 Parts auf jeden Fall. Allmählich saugen die Reaktoren das ganze Leben aus und dann ist Schluss. Es ist nicht mein Problem. Der Planet stirbt, Cloud! Mir geht es nur darum, diesen Job zu Ende zu bringen, bevor die Wache oder die Robowachen kommen. Und der Barrett geht erstmal aim-shit. Der Barrett, der rastet aus. Ja, der Cloud ist eigentlich ein Arsch. Der Cloud ist wirklich eigentlich ein Arsch. Von Persönlichkeit her. Aber trotzdem liebt man ihn einfach. Und so ein Arsch ist er eigentlich auch nicht. Ich meine, ups! Im Final Fantasy Film, Final Fantasy 7 Advent Children. Ein sehr, sehr geiler Film, den habe ich auch auf Blu-ray. Also den kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Und alle Final Fantasy Fans, die ihn noch nicht gesehen haben. Da ist er ja eigentlich kein totaler Arsch. Er hat zwar wieder seine oh, keiner ist wichtig außer mir Parts. Aber im Endeffekt kümmert er sich da um die Kinder und Piper. Das passt schon. So, der gute Barrett, der hat als rechten Arm, der hat keinen rechten Arm, der hat ein rechtes Maschinengewehr. Auf jeden Fall, ich hätte auch gern sowas. Also, scheiß auf den Arm, ich will ein Maschinengewehr. Oder eine Gabel. Eine Gabel wäre auch cool. So eine Gabel als rechtem Arm. Du brauchst nie wieder eine Gabel aus der Schublade zu holen, weil du ihn an dem Arm hast. Oh yeah. Komm, das wäre geil. Ja, ich bin heute wieder durch. Das wisst ihr aber. Das kennt ihr ja von mir. Seid ja nicht anders gewohnt. Oh, Jumping. Drück die OK-Taste vor einer Leiter, um sie festzuhalten. Danach kannst du die mit den Richtungstasten nach oben und nach unten bewegen. Alles klar. Ja. Ich weiß auf jeden Fall, wo noch eine Kiste ist. Die werden wir auf dem Rückweg holen. Muss ich zwar schnell sein, aber ich will nicht zu viel verraten. Oh, da liegt was. Ein Trank halten. Guten Tag, Kollege. Oh, das hast du mir eben schon gesagt. Hast du mir nichts anderes? Ja, nein, Jess, ich wollte dir nur ansprechen. Ah. Ja, normalerweise wird der Name, der so, wenn der so geschrieben ist, wird er eigentlich Jesse ausgesprochen. Das hat mir meine Freundin mal als Lektion erteilt. Weil, vielleicht kennt einer von euch die Band Stick to Your Guns, der Sänger heißt auch so. Und ich nenne ihn immer Jess und sie immer Jesse. Aber ich finde, Jess hört sich einfach männlich an. Jesse hört sich weiblich an. Es geht einfach nicht. Ich nenne die immer Jess. Jess ist ein männlicher Name. Punkt. Speicherpunkt. So, jetzt bin ich gespannt. Wie machen wir das? PS3.
Geht das gar nicht? Ha! Huh. Das ist natürlich bitter. Ja gut. Aber ich habe ja irgendwie kein Memory. Ich habe ja keinen Memory-Steckplatz irgendwo an der PlayStation, oder habe ich den doch? Ich meine nicht. Ich werde mich da später drum kümmern. Ich krieg das schon irgendwie hin. Oh, dann komm. Weil wir wollen den Part ja jetzt noch nicht beenden. Wobei es fast schon besser wäre. Aber der erste Part soll ja eigentlich immer ein bisschen länger gehen. Weil ihr ja was vom neuen Projekt sehen wollt. Ihr wollt ja nicht einen 15-Minuten-Part vom neuen Projekt und dann denken, ja, das Spiel ist vielleicht ganz okay. Aber naja, ne? Ich hätte viel lieber ein bisschen mehr gesehen, um darüber mehr zu wissen oder zu sehen oder. Na, ihr wisst schon. Bam, 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 bam. Gut, ich werde mich da einfach später drum kümmern. Wenn ich dann wirklich den Part beende. Ich weiß gar nicht, hat die PS3 wirklich Memory-Steckplatz irgendwo? Ich kann mir das fast nicht vorstellen. Aber irgendwie muss man das ja speichern können. Geht ja nicht anders. Und ich glaube nicht, dass man eine Memory Card irgendwie in der PS3 einbauen kann. So, ein Trank, nehme ich gern mit. Show! Substanz wiederherstellen erhalten. Was auch immer das ist. Wenn wir das in die Luft jagen, bleibt nur noch ein Haufen Schrott übrig. Cloud, stell du die Bombe ein. Solltest du es nicht machen? Mach's doch einfach, Idiot. Ich passe auf, dass du alles richtig machst. Gut, wie du willst. Pass auf. Das ist nicht nur ein Reaktor. Was ist los? Hä? Was? Was ist los, Cloud? Beeil dich damit. Tut mir leid. Aufgepasst, jetzt kommen sie. Und der erste Bossfight beginnt. So, und diesmal weiß ich es besser. Sobald der seinen Schwanz oben hat, er hat Schwanz gesagt, darf man den nicht angreifen. Das wusste ich zwar gestern auch schon, war mir aber da nicht mehr sicher. Und jetzt bin ich mir aber hundertprozentig sicher, weil ich es jetzt hundertprozentig weiß. Deshalb, ne? Ah, meine Nase. Gerade ein bisschen. Ja, der Typ hat ordentlich was drauf. Ich weiß das. Oh, der Barrett ist in seinem Limit. Und jetzt macht er den Machtschlag. Da, boah, da schießt er das Geschoss. 100. Okay, er macht immer seinen scheiß Angriffsfokus, bevor er jemanden angreift. So. Jetzt hat der Cloud seinen Mutanangriff. Bam! 124. Macht er jetzt seinen Schwanz hoch? Ja, er hat den Schwanz oben. Nicht angreifen, gar nichts machen. Barrett, sei vorsichtig. Greif nicht an, wenn sein Schwanz oben ist. Er wird mit dem Laser gegenfeuern. Und genau das tun wir jetzt. Wir machen einfach nichts. Wir warten geduldig, bis er seinen Schwanz wieder senkt. Und
dann greifen wir ihn ganz gemütlich an. Na? Na, hat er genug? Hat er genug? Ja, da hat er genug. Boah, Barrel! Sauber, mein Freund. Das ist saugut. Boah, pack deinen scheiß Angriffsfokus da weg, das interessiert kein Mensch. Was, da sind wir noch nicht? Ich hab jetzt damit gerechnet, der ist tot. Skorpionenschwanz. Der kommt da. Und zack, ins Gesicht. Dreimal ins Gesicht von Cloud. Alles klar. Der muss doch langsam mal tot sein. Boah, pack deinen scheiß Angriff-Fokus jetzt mal da weg, Junge. Jetzt muss der doch wohl sterben, bitte. Ja, danke schön. Okay. Nein, Cloud fehlen zwei fucking Punkte. Ich glaub das nicht. Und wir kriegen ein Sturmgewehr. Komm, nicht zu weg von hier. Ja, wir haben nämlich jetzt nur 10 Minuten Zeit bis zur Explosion. Wir müssen das jetzt in 10 Minuten schaffen. Das Schlimme ist, sollten Gegner auftauchen, werden die Gegner oder wird die Zeit bei den Gegnern nicht angehalten. Das Schlimme ist, ich kenne die Stelle ja. Also ich weiß, dass, dass mit dem Timer kam. Das Schlimme ist, gestern habe ich ja auch schon so weit gespielt. Und ich habe es nicht geschafft in den 10 Minuten. Und wisst ihr warum? Weil da oben ja noch der Jazz steht. Und der Jazz, der steckt fest. Ich aber denk mir, scheiß auf den Jazz. Du läufst jetzt einfach weiter. Ich weitergelaufen, oben angekommen. Der Typ wollte mich nicht rauslassen, weil der Jazz noch nicht oben war. Ich musste den ganzen Weg wieder zurücklaufen, um den Jazz zu holen. Weiter ein Level Up. Dankeschön. Und dann war die Zeit um. Und das alles nur, weil ich dem Penner nicht helfen wollte. Aber diesmal weiß ich, wir helfen dem Jazz. Wir helfen dem. Dann ist alles gut. Bitte, ja, lass jetzt nicht so viele Gegner kommen. Dann wäre ich definitiv glücklich. Da ist er nämlich, der gute Jazz. Diesmal helfe ich dem. Nein, scheiße Gegner, okay. Ich will auf jeden Fall noch die eine Kiste holen, die ich weiß. Alter, wie viele Gegner das einfach sind. Achtung, Achtung. Warum? Holy shit. 13 ist verdammt viel für so ein kleines Vieh. Oh, der Jazz. Der Jazz. Der Barrett. Okay. Komm, ist er tot? Ja, sauber. Komm, Leute, wir haben nur noch 8 Minuten. Ja, komm, mach die Sequenz schneller, schneller. Hopp, ihr habt nicht unendlich Zeit, Leute. Ja, schön, Erfahrungspunkte. Äther, Trank, nehmen. Jazz reden. Bist du okay? Mein Bein steckt fest. Danke. Okay. Cloud. Danke. Oh Gott, ey. Cloud, was war denn das gerade? Mach doch ein bisschen schneller. Wäre ich dir sehr verbunden. Nein, nicht wieder zurück. Ich habe doch keine Zeit, Junge.
geklaut. Mensch. Das sind bestimmt verdammt viele Kisten, aber... Ich weiß nur von einer und die werde ich auch holen. Scheiß auf die Zeit. Okay, schnell den Aufzug betätigen. Einschalten. Ja, 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 ist ja... Ist doch gut. Schalten wir das Ding ein. Schnell die Kiste holen. Da ist sie. Da ist, glaube ich, eine Phönixfeder drin. Ja. Und Gegner. Scheiß auf die Gegner. Wir machen die jetzt schnell fertig. Lass das bitte nicht so viele sein. Ja, drei. Kann ich mit leben. Okay, einer ist tot. Zweiter ist tot. Hat eine komische Kanone geschossen, da lebt noch. So, drei ist tot. Endsequenz. Schneller, 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 schneller. Nur noch 6 Minuten. 6 Minuten. Keine Objekte, ist mir scheißegal. Ich will hier einfach nur raus. Cloud, geh doch. Lass uns gehen. Ja, beeil dich, Junge. Ach so. Ja, Entschuldigung. Ich muss mit Chess reden. Code entziffert. Ja, ja, ja. Chess, 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 Chess. Nein, Gegner. Ah. Ich hab doch keine Zeit. Hauptsache, der Barrett schießt daneben. Oh Mann, diese ganzen Sequenzen. Ja, macht die Sequenz doch noch länger. Oh, kommt nur noch einer. Schön, dass da wenigstens keine Sequenz gerade kam. Gut. Mach schnell, mach schnell, mach schnell, mach schnell. Ich hab keine Zeit, ich hab keine Zeit. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Noch 5 Minuten. Mit wem muss ich von euch reden? Natürlich nicht mit Jazz. Code entziffert. Ja, ja, schön und gut, schön und gut. Raus hier, Leute. Raus hier. Nur noch 5 Minuten. Das sollte den Planeten am Laufen halten. Zumindest für eine Weile. Ja. Okay, alle zurück. Oh, hat er sich den Arsch verbrannt? Okay, lasst uns von hier verschwinden. Treffpunkt an der Station in Sektor 8. Trennt euch und steigt in den Zug. Hey! Es geht um dein Geld. Spar's dir auf, bis wir wieder im Versteck sind. Ach man, Barrett. Ich will aber mein Geld. Entschuldigung. Was ist passiert?
Du verschwindest besser von hier. Wirklich? Ich weiß nicht, was los ist. Also, in Ordnung. Sehr gut, folgen wir ihr. Liegt da was oder sieht das nur so aus? Da liegt doch was, ich sehe das doch, ein Trank. Nice. Hey, du da! Shinra-Soldat, nee, später. Halt! Später. Später. Verdammte Scheiße. Weiter kommst du nicht. Ich hab nicht die Zeit, sie mit euch zu verschwenden. Genug geschwatzt, greift ihn. Oh yeah. Wir haben es noch geschafft, aber gerade noch so. Cloud ist nicht gekommen. Cloud, ob er getötet wurde? Niemals. Cloud. Sag mal, meinst du Cloud ist bis zum Ende für Avalanche kämpfen? Wer wird bis zum Ende für Avalanche kämpfen? Wie zum Teufel soll ich das wissen? Sehe ich aus wie ein Gedankenleser? Ah, wenn nicht alles ausgefleppt wird. Hey, Barrett, was ist mit deinem Geld? Nichts. Entschuldigung. Genau das hat er gesagt. Und da macht er den Backflip. Oder einen Frontflip? Nein, komm weg. Cloud! Hey! Ich bin wohl etwas spät dran. Verdammt richtig, du kommst zu spät. Läufst dir an und machst eine große Szene. Ist doch nichts dabei. Mach ich doch immer so. Mist. Alle haben sich Sorgen um dich gemacht. Du scherst dich um niemanden als dich selbst. Wie ich schon sagte, ich glaube, das ist ein Arsch. who cares? Du hast dich um mich gesorgt? Was? Ich doch nicht. Das ziehe ich dir von deinem Geld ab, Heißsporn. Aufwachen. Es geht los, folgt mir. Hey Cloud, du warst echt toll. Hey, Cloud, nächstes Mal machen wir es noch besser. Vorsicht, ich schließe das. Oh, Cloud, dein Gesicht ist total schwarz. So, das wär's. Ich muss nicht bemuttert werden. Hey, danke, dass du mir beim Reaktor geholfen hast. Und hinterher. Oh, ich hoffe, wir kriegen bald einen Speicherpunkt, weil der Part geht schon echt verdammt lange. Letzter Zug aus Sektor 8. Endstation Sektor 7. Depoterwartung Ankunft 12.23 Midgard-Zeit. Und alle rennen sie weg, alle haben so Angst vor Barrett. Deswegen hasse ich den letzten Zug. Oh Mann. Da wärst du mal zu Hause geblieben, mein Freund. Kann ich mit Barrett reden? Hör auf mit dem kindischen Zeug. Setz dich hin und halt den Mund. Okay. Ich darf mich nicht hinsetzen. Doch. Nein. Nö. Entschuldigung.
Oh. Bitte, du gehst den anderen Passagieren auf die Nerven. Halt die Fresse. Scheinbar ist der Zug noch nicht auf Sicherheitsmodus umgeschaltet. Das wird sich morgen sicher ändern. Eines Tages wird Avalanche berühmt. Und ich auch. Nee, du nicht. Hey Cloud, willst du das mit ansehen? Es ist eine Karte vom Schienennetz von Midgar. Wir können es uns mal anschauen. Ich werde es dir erklären. Ich mag solches Zeug. Bomben und Monitore, weißt du? So abgefahrenes Zeug. Okay, es fängt gleich an. Dies ist ein exaktes Modell der Stadt Midgar. Der Maßstab ist 1 zu 10.000. Die obere Ebene ist etwa 50 Meter über dem Boden. Im Zentrum der Ebene befindet sich der Hauptträger, jeder Sektor verfügt über weitere Träger. Psst, lüster. Reaktor 1, den wir in die Luft gejagt haben, war im Nordsektor. Hier sind Reaktor 2 und 3 und alle anderen bis zur Nummer 8. Die 8 Reaktoren versorgen Midgar mit Strom. Jeder Stadtteil hat einen eigenen Namen, aber niemand in Midgar erinnert sich daran. Stattdessen gibt es jetzt nur noch durchnummerierte Sektoren, soweit ist es gekommen. Oh, jetzt hierzu, schau. Das ist der Streckenplan dieses Zuges. Die Strecke führt spiralförmig um den Hauptträger herum. Wir müssen demnächst zum Zentrum kommen. An jeder Kontrollstelle befindet sich ein Identitätssensor. Dieser ist an der Zentrale der Datenbank im Shinra-Hauptquartier angeschlossen und kann Identitäten und Hintergrund eines jeden Passagiers überprüfen. Flüster. Jeder sieht uns an, dass wir verdächtigt sind. Deshalb haben wir gefälschte Ausweise. Dankeschön, Jess. Wenn man vom Teufel spricht. Die Lampe bedeutet, dass wir im Ausweiskontrollbereich sind. Flüster. Wenn die Lichter ausgehen, weiß man nie, was für Gestalten rauskommen. Egal, wir sind sowieso schon fast oben. Was für eine Erleichterung. Okay. Du weißt Bescheid. Schau, du kannst jetzt die Oberfläche sehen. In dieser Stadt gibt's keine Tage und Nächte. Wenn die Platte nicht wäre, könnten wir den Himmel sehen. Ah, das wäre auch mal schön, ne? Den Himmel. Sitzt mir auf seinem Schoß. Sieht ein bisschen so aus. Eine schwimmende Stadt. Ganz schön instabile Gegend. Hä? Hätte nie gedacht, dass du mal sowas sagst. Du bist halt immer für eine Überraschung gut. Ich bin auch Cloud. Die Welt da oben. Eine Stadt auf einer Platte. Und wegen dieser Pizza müssen die Leute unten drunter leiden. Und die Luft in der Stadt unten ist völlig verschmutzt. Und außerdem verbraucht der Reaktor sämtliche Energie. Und warum ziehen da nicht alle auf die Platte? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil sie kein Geld haben oder vielleicht. Weil sie ihr Land lieben, egal wie verdreckt es ist. Ich weiß, keiner lebt in den Slums, weil er so will. Es ist wie mit diesem Zug. Der kann auch immer nur dahin fahren, wo die Gleise hinführen. Das stimmt. Hey, komm hier rüber, ihr alle. Die Mission war ein Erfolg. Ihr dürft euch jetzt aber nicht auf eure Lorbeeren ausruhen. Der schwierige Teil kommt erst noch. Lasst euch nicht von der Explosion einschüchtern. Die nächste fällt noch viel größer aus. Wir treffen uns dann im Versteck. Weg hier. Ihr habt zwar keine Ahnung, wo das ist, aber ich werde es schon finden. Achso, ich darf schon laufen, okay. Ich dachte, das wäre noch Cutscene. Ich glaube, hier kam sogar ein Speicherpunkt irgendwo.
Das wäre ziemlich nice, war das nicht sogar hier? Ja, yeah, da ist einer! Huh! So, meine lieben Freunde, das war der erste Part von Final Fantasy 7. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich werde jetzt erstmal gucken, wie ich speichern kann. Falls es nicht geht. Oh, ich habe mich vergessen abzumelden. Falls es nicht geht, werde ich versuchen, über PS1 nochmal am Laufen zu bringen. Und dann muss ich das über PS1 machen, aber gut. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaltet im nächsten Part wieder ein. Das würde mich sehr freuen. Auf ein tolles Projekt. Und ich sage bis dahin. Tschüss.